Huhu, bitte kommen. Nichts. Toni ist offenbar noch in ihrer Therapiesitzung. Therapiesitzung im Gange. Ausgerechnet jetzt. Ja, wie soll ich denn jetzt an die Medikamente kommen? Und jetzt sehe ich ihn plötzlich doppelt. Was bedeutet das? Will mein Unterbewusstsein mir einen Schlaganfall verpassen? Ich habe das Gefühl, dass mich das um Monate in meiner Therapie zurückwirft. Wir müssen die Therapie verlängern. Wie jetzt? Noch länger? Ich meine, wie lange schwebte Ihnen da vor? Naja, mindestens bis zum Ende der Welt. Und dann mal gucken. Und? Haben Sie schon etwas gefunden? Ich guck noch rum. Irre ich mich oder schielt er bereits zur Auslegeware seines Nachbarn? 11. Gebot. Du sollst nicht begehren deines Nachbarn Auslegeware. Ich kann mir ja vorstellen, wie er sich fühlt. Ich wünschte, ich könnte dem armen Teufel irgendwie helfen. Das geht jetzt wohl schlecht. Toni fordert seine komplette Aufmerksamkeit. Ich hoffe für ihn, dass er klug genug war, sich Ohrenstöpsel reinzutun. Ja, das wäre die perfekte Distanz für einen Jungfernflug. Und das Ziel ist auch gut gewählt. Mittlerweile müsste er eingesehen haben, dass er Hilfe braucht. Na, dann wollen wir den armen Teufel doch mal erlösen. Hupsi, hier muss es seltsame Aufwinde geben. Ich bitte Sie, sehe ich etwa aus wie ein Pfandleiher? Nanu, hier steckt ein Flyer in der Außenwand. Was für eine jämmerliche Konstruktion. Der Konstrukteur hat offenbar keine Ahnung, wie man einen ordentlichen Papierflieger faltet. Ganz im Gegensatz zu mir natürlich. Therapeutische Stricke, die günstige Alternative. Was soll das denn heißen? Will sich da jemand einen Jux mit mir machen? Und Moment mal, was ist das denn? Da steckt ein Bleibuchstabe in der Spitze. Ein großes Ruck. Ha! Jetzt zeige ich den nicht näher benannten, unbekannten Dilettanten mal, wie man das richtig macht. Schwuppdibui! Oh, hier muss es seltsame Abwinde geben. Und dann stellte sich heraus, dass er auf die Idee gekommen war, seine Angelhaken in meiner Schmuckschatulle aufzubewahren. Sogar die Köder waren schon dran. Es war so furchtbar. Ich wünschte mir, meine Ohren würden abfallen. Das kann ich im Moment gut nachvollziehen. Aua! Was ist denn das? Ein Flyer? Warum eigentlich nicht? Fräulein Toni, ich denke, ich habe eine gute Nachricht. Ich habe endlich die passende Therapie für Ihr Krankheitsbild gefunden. Warten Sie, ich stelle Ihnen nur kurz ein Rezept aus. Boah, voll schön. Irk, wie in irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Was haben Sie denn da? Och, das lag irgendwo. Und ja, bis ich... Aha.
Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Boso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Nein. Schläge auf den Kopf würden nur dann helfen, wenn er vorher auch was auf den Kopf bekommen hätte. Und selbst dann funktioniert es nicht zuverlässig. Besonders, wenn man sich verzählt. Hey, Boso! Was erkennst du auf diesem Bild hier? Lass mich doch bitte, bitte! Ah! Das ist ja furchtbar! Warum zeigst du mir das? Das ist doch eindeutig eine zauberhafte Funkelelfe. Mann, du bist ja wirklich total gestört. Hä? Er liegt doch schon. Ja, ja, schon gut, alter Brummbär. Nein, Schläge auf den Kopf würden nur dann helfen, wenn er vorher auch was auf den Kopf bekommen hätte. Und selbst dann funktioniert es nicht zuverlässig, besonders wenn man sich verzählt. Momentan ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Er hockt nur da, glotzt in die Luft und murmelt unverständliches Zeug. Er könnte noch Spieleautor werden. Für ein seltsames Ding. Hallo, ich bin Amtmann Argus, erzittert vor der tödlichen Pünktlichkeit des Organon. Hervorragend. Du hast meine Muttermilchpumpe gefunden. Was? Coole Mütze. Du, Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Du, Opa? Hier wird nicht gedrängelt. Das Essen ist fertig, wenn es fertig ist. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Hey, was soll denn das? Kannst du nicht warten, bis das Essen fertig ist? Aber es riecht schon so gut. Findest du? Eigentlich ist das nur der übrig gebliebene Bratensud. Oh, ich wollte es einfrieren. Nein, das wäre zu schade. Wer weiß schon, ob die Menschen in der Zukunft überhaupt noch Bratensud mögen. Yum, das sieht ja lecker aus. Eine hervorragende Konsistenz. Und wie es aussieht, ganz ohne den Einsatz von Mehlwürmern. Die sind ja vollkommen weggetreten. Und hier ist ein Foto von Bosos erstem Buchstabierwettbewerb. Er hatte immer Probleme mit dem L und dem F. Dafür konnte ihm beim E keiner das Wasser reichen. Hallo? Was hat er denn da an? Ach, das ist ein kleines Röckchen, das er sich selbst aus Zahnseide genäht hat. Boah, wie schön. Er hatte Monate daran gespart. Sein Mundgeruch war furchtbar. Deponia an Sergeant Bambi. Oh, wie süß. Ein Fifi-Funkelfee-Pyjama. Warum schaut er denn da so beschämt? Ich weiß auch nicht. Eigentlich sollte er mir dabei helfen, sein Bett neu zu beziehen. Was für eine Sauerei. Die sind ja vollkommen weggetreten. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Das Haus brennt! Seine ersten Stützräder. Da war er 21. Wie stolz er guckt. Oh. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Oh.
Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Hallo? Und wieder der Herpes. Wie goldig. Oh. Hallo? Und wieder der Herpes. Wie goldig. Oh. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Hallo? Hier trägt er wieder meine Schuhe. Oh. Ich stecke fest. Ist das nicht ulkig? Ich will nicht schon wieder die Katze im Sack kochen. Ich habe noch Krallenspuren vom letzten Mal. Lieber nicht. Nur ungern denke ich an das Debakel mit meinen Hormonbrötchen zurück. Boso ist einfach unausstehlich, wenn er seine Tage hat. Lieber nicht. Nur Boso ist... Ihm fehlt nichts zu essen. Ihm fehlt Zuwendung. In Form von gut dosierten Psychopharmaka. Okay, ich wusste, dass das kommen würde. Irgendwo muss es ja eine Grenze geben. Und die ist genau hier. Du, Opa? Komm mir nicht in die Quere, Junge. Einige meiner geheimen Zutaten sind hochexplosiv. Und ich muss mich schon genug konzentrieren, um mein Papa Parkinson im Zaum zu halten. Du, Opa? Haben wir nicht einige und ich... Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Hast du Durst? Nein, danke. Ich bin im Dienst. Kannst du nicht ausnahmsweise mal früher Feierabend machen? Nein, ausgerechnet heute bin ich sehr eingespannt. Hast du Hunger? Nein, danke. Ich hatte zum Glück ein Fresspaket dabei. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Warte, ich heble dich raus. Aua! Was denn? Das war mein Postsack! Hast du es bequem? Eigentlich schon. Ich liege auf einem Luftpolsterpaket. Damit bin ich hier an der falschen Adresse. Hallo? Noch ein Pyjama-Foto. Putzig. Oh. Du, Opa? Komm mir ein und... Ich kann meine Sachen immer noch trocknen. Ich bin nicht interessiert an irgendwelchem Schnickschnack. Eine Teigtasche kostet 1,25 Slotty. Aber solange ich keine neue Aushilfe habe, bleibt die Fritteuse eh aus. Ich bin nicht interessiert an... Aber... Hierfür und das Naduft... Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht weiter hinterherzulaufen? Ja, so ähnlich. Dann nicht.
Ich bleibe dabei. Es war eine Elfe. Wollt ihr euch nicht einfach hier hinsetzen und auf mich warten? Aber Herr Rufus, wir können ja hier kaum stehen. Wie sollen wir dann sitzen? Wie, auch noch Ansprüche stellen oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Die Versuchung ist groß. Hierfür brauche ich... Und du solltest... Ach, damit komme ich nicht in die Buchse. Ich bräuchte etwas Dünnes, Längliches. Vorzugsweise mit zwei Zinken. Sowas wie... Ein Stecker. Ich bezweifle irgendwie, dass es dadurch auch nur ein Boso gemütlicher wird. Na, liebe Kinder, möchtet ihr ein paar bunte, lustige, verschreibungspflichtige Medikamente? Yay! Yay! Aber Moment mal, man darf gesunden Kindern doch nicht einfach so irgendwelche Medikamente geben. Ja, natürlich nicht. Weil sie ziemlich teuer sind, ne? Na, meine lieben Rotzis, ihr habt doch sicher Hunger. Nicht? Kommt drauf an. Hat das damit zu tun, ihn nicht weiter hinterher... Dann nicht. Na los, ihr kennt das Spiel. Kusch. Ich kenne da einen fabelhaften Therapeuten. Uns geht es gut, Rufus. Wenn ihr euch euer Leid nicht eingesteht, dann kann man euch nicht helfen. Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Ich warte einfach, bis ihr eingeschlafen seid. Nein, Rufus, nein. Wir... Ja. Ich habe vollkommen verstanden. Ich könnte euch helfen, die Wohnung zu renovieren. Was? Bitte nicht. Nein, nein, bitte nicht. Wir haben es uns gerade erst so richtig gemütlich gemacht hier unten. Alles klar. Ihr wollt überrascht werden. Kein Problem. Nein, Rufus. Ja, ich habe... Das wird ihr jämmerliches Siechtum am Rande des sozialen Abgrundes auch nicht verbessern. Das wird ihr jämmerlich... Das wird ihr jämmerlich... So ist kein Rankommen. Hey, Rotzis! Könntet ihr vielleicht eine Räuberleiter für mich machen? Aber Herr Rufus! Aber Herr Rufus, Sir! Schon klar, mein Fehler. Vergesst es einfach. Du solltest einen Karrierewechsel in Betracht ziehen. Ich weiß! Leider gibt es auch... Ich hab ja auch... Hab ich schon... Ach so. Was erkennst du auf diesem Bild? Das bin ich, wie ich meine Mutter erwürge. Ja, jetzt sehe ich's auch. Hier sind ihre Ohren, hier ihre Schnauze und das ist dann wohl der Schwanz. Ich mag vielleicht keine Fische. Dafür gibt es keine Schau. Mit solchen Typen, die kennen. Hier. Soll er doch da drin. Ich hab, was ich wollte. Soll er doch da drinnen verschimmeln. Ich hab, was ich wollte. Klopf, klopf. Macht nicht mehr auf. Wer weiß, wozu es gut ist. Ich muss auf meine Sachen aufpassen. Diese Leierkastenäffchen werden nicht selten zu kleinen Taschen. Lieber nicht. Ich habe diesen wiederkehrenden Albtraum von Affen, die sich gegen die Menschheit erheben und die Weltherrschaft an sich reißen. Komischerweise ist der Planet danach viel sauberer. Bis auf diese kaputte Freiheitsstatue natürlich, die sie am Strand haben liegen lassen.
Nicht nötig. Mit seinem Haarwuchs ist nun wirklich alles in Ordnung. Ach, hätte ich doch nur ein paar Erdnüsse dabei. Du solltest einen... Hab ich schon hin. Ach so, ja. Hier ist doch viel Platz zum Schlafen. Hier? Wir stehen bis zum Hals im Wasser. Wie? Auch noch Ansprüche stellen, oder was? Kein Wunder, dass eure Eltern euch ausgesetzt haben. Hier ist doch viel Platz. Der Held entleert sein Inventurbel. Schock, schwere Not. Es fehlt die Kurbel. Hierfür brauche ich lediglich meine Finger und blindes... Ach komm schon, ich will das Äffchen tanzen sehen. Keine 5 Slotty, keine Show.